Dieser Raum hier ist einer der neuesten im Naturhistorischen Museum, obwohl es ja eigentlich um das Älteste geht, nämlich das Universum. An der Entstehung war auch die Universität Mainz beteiligt. Und was es sonst noch so Neues über die Uni zu berichten gibt, das seht ihr jetzt in den News. Seit dem Wintersemester 2013/14 können Austauschstudierende zum ersten Mal spezielle Einführungskurse für wissenschaftliches Arbeiten belegen. Die neuen Kurse sollen ihnen gezielt helfen, die ungewohnten Anforderungen an einer deutschen Universität besser zu bewältigen. Dr. Annette Schmidt vom Institut für Politikwissenschaft ist Mitbegründerin des neuen Lehrangebots. Sie leitet das Seminar Learning from the Past für Erasmus-Studenten mit geringen Deutschkenntnissen. 2013 wurden an der Uni Mainz mehrere geschichts- und kulturwissenschaftliche Bereiche zum Institut für Altertumswissenschaften fusioniert. Ein ähnlicher Zusammenschluss fand zeitgleich bei der Gründung des Instituts für Kunstgeschichte und Musikwissenschaft statt. Verschiedene Bereiche, unter anderem Ägyptologie, Altorientalistik und klassische Archäologie, sind nun administrativ vereint. Interessen der einzelnen Bereiche können so noch besser vertreten werden. Der Alltag der Studierenden verändert sich durch die Institutsgründung jedoch nicht. Räumlich bleiben die Bereiche weiterhin getrennt. Die medizinische Informatik der Universitätsmedizin Mainz möchte mit dem Projekt SE-Atlas Menschen mit seltenen Erkrankungen über ihre Versorgungsmöglichkeiten informieren. Das Ziel ist es, für die Betroffenen medizinische Anlaufstellen in ganz Deutschland innovativ auf einer Website darzustellen. Tobias Harz leitet das Projekt. Patienten können ihre Diagnose, eine seltene Erkrankung, eingeben in einem Suchfeld, bekommen dann die Versorgungseinrichtungen angezeigt, die sich mit dieser Erkrankung beschäftigen. In Form einer Karte und in Form einer Auflistung. Der SE-Atlas ist eines von drei Projekten zum Thema seltene Erkrankungen, die noch im Jahr 2013 starteten. Das Bundesministerium für Gesundheit fördert die Projekte mit rund 700.000 Euro.